Moin Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und wie ihr dem Titel und dem Thumbnail schon entnehmen könnt, werden wir heute ein wunderschönes Lagerfeuer bauen. So sieht das Ganze hier aus. Ich habe ein bisschen mal dekoriert, aber ich glaube, ihr könnt es ein bisschen besser vielleicht sogar. Sieht jetzt nicht ganz so schön aus, aber es geht ja auch nicht um die Dekoration, sondern ums Lagerfeuer. Und mir ist klar, es gibt in der 1.16 oder ab und aktuellen Version auch solche Lagerfeuer wie dieses hier. Das sieht zwar auch ganz nett aus, finde ich, aber so ein selbstgebautes Lagerfeuer wie das hier, finde ich, ist schon nochmal eine andere Liga. Das Ganze werden wir nun nachbauen. Aber was ich unbedingt noch sagen möchte, bevor das Video startet, ich habe einen eigenen Discord-Server. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, da könnt ihr miteinander chatten, Memes austauschen, euch coole Ränge vergeben, News erfahren und vieles, vieles mehr. Natürlich könnt ihr dort auch gemeinsam quatschen. Und wenn euch der Discord-Server nicht gefallen sollte, könnt ihr ja auch jederzeit wieder leaven. Aber es würde mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Und dann würde ich sagen, wir bauen jetzt gleich ein Lagerfeuer. Los geht's nach dem Intro und ich wünsche euch viel Spaß. Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the looks in the banner. Legacies. So, diese Materialien hier benötigen wir, um das Ganze nachzubauen. Ein Feuerzeug, eine Menge Eisenhelme, Baublöcke eurer Wahl, Redstone-Blöcke, Sticky-Pisten, Rüstungsständer sowie Schnee und Netherwerk. Fangen wir nun an, das Ganze zu bauen. Wir beginnen, indem wir einen Netherblock in die Mitte setzen, wo dann später das Feuer hinkommen soll. Rundherum bauen wir hier einen Kreis, der zwei Blöcke tief sein muss. Das bauen wir quasi um den Netherblock herum. So sieht das Ganze dann aus. Und wenn wir das haben, machen wir hier überall rundherum drei Blöcke, wenn man so sagen kann, Schnee. Blöcke sind es ja nicht wirklich, aber drei Schneeebenen eben, wie man dazu auch sagen möchte. Das machen wir auch hier rundherum wieder. Das da oben soll ich mal abbauen, genau. Und dann machen wir hier so eine Art Hilfskreuz hin. Und in jede Ecke jeweils kommt ein Rüstungsständer, der aber so schräg sein muss, wie ihr hier sehen könnt. Das machen wir in alle vier Ecken hier. 1, 2, 3 und noch in die vierte Ecke. Und wenn wir das haben, können wir hier um die Rüstungsständer hier so jeweils ums Eck quasi ein Loch machen, also hier, dann wieder hier und hier. Hier kommt jeweils dann ein Pisten rein, genau. Am besten richtig rum, also die Pistons müssen dann quasi zu den Rüstungsständern nachher zeigen, weil wir die damit dann quasi ein bisschen verschieben. Dann machen wir hinter den Pistons jeweils noch überall einen Block ab. Warum wir das machen, werdet ihr gleich sehen, denn dann können wir die Pistons später besser abbauen, ohne dass wir versehentlich die Rüstungsständer bauen. Nun tun wir einen Redstone-Block drauf, dann bauen wir den Piston hier darunter ab, dass sonst sein kann, dass der Rüstungsständer zurückglitscht, wenn wir den Redstone-Block vor dem Piston abbauen. Und das Ganze machen wir hier auch auf allen vier Ecken, wie man sieht. Also erst Redstone setzen, dann Piston abbauen, Redstone-Block abbauen. Das Ganze beim anderen Piston genauso, das rundherum. Ihr könnt auch hier einen Redstone-Block reinsetzen, wie ihr möchtet. Und dann sieht es so aus. Nun können wir jetzt auch hier wieder die Lücken, die für die Pistons waren, wieder mit eurem Baublock schließen. Bei mir in dem Fall ist das jetzt Sandstein. Anschließend können wir hier dieses Hilfskreuz auch wieder wegmachen. Und hier packen wir nun ebenfalls Rüstungssteine rein, die aber gerade sind, die quasi zu euch schauen. Und dann können wir hier auch schon den Boden reinsetzen. Dafür bauen wir hier zwei Blöcke hoch und bauen einmal rundherum einen Kreis. In der Mitte muss es frei bleiben, denn dort wird ja quasi später der Netherweg sein, wo das Feuer ist. Also da lasst ihr ein Loch. Und dann können wir hier auch schon die Pistons hinbauen. Ich brauche hier kurz zwei Blöcke hoch und das kommt dann gleich wieder weg, was ich hier baue. Das brauche ich nur als Hilfe hin, dass ich das gleich besser platzieren kann. Ihr könnt da jetzt noch die Blöcke nehmen, wie ihr wollt. Allerdings hier müsst ihr jetzt Pistons nehmen. Die Pistons müssen alle auf den Sandstein zeigen, beziehungsweise Gras oder welchen Baublock ihr auch immer habt. Den hier könnt ihr auch wegbauen und richtig hinbauen. Und dann können die Hilfspistons oder auch andere Blöcke, wie ihr wollt, oben wieder weg. Und dann machen wir hier jetzt dann hin, hier jetzt dann hin und hier auch noch jetzt dann hin. Und schon ist der Boden 1 runter. Dann machen wir das Redstone wieder weg, dass sich die Pistons einfahren, setzen hier auf den Sandstein nochmal Redstone-Blöcke hin, auch einmal rundherum. Und dann setzen wir oben nochmal Redstone-Blöcke auf die Pistons hin. Und nun ist der Boden quasi drin, jetzt können wir hier das Redstone wieder abbauen, die Pistons abbauen und auch unten die Redstone-Blöcke wieder. Und dann ist der Boden soweit fertig.
Nun haben wir ja, wie wir sehen, hier jetzt rundherum um den Netherblock im Kreis solche Rüstungsständer rausschauen. Hier platzieren wir jetzt einfach überall Eisenhelme hin, beziehungsweise ihr könnt auch vielleicht Skelettköpfe nehmen, je nachdem, was euch besser gefällt. Dann platzieren wir ein Feuer hinein mit einem Feuerzeug. Und das war's eigentlich schon. Das ist jetzt der ganze Lagerfeuer, nicht mehr und nicht weniger. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen dekorieren, indem ihr zum Beispiel irgendwie so Holzstämme oder Bänke drum macht. Sowas hat's ja oft an Lagerfeuern, dass man sich auf so Baumstämme oder sowas setzen kann. Das müsst ihr wissen, wie ihr das Ganze dekoriert. Vielleicht kann man ja auch ein cooles Zelt oder einen Campingplatz oder sowas hinbauen, je nachdem, wie es bei euch passt. Aber dann würde ich sagen, das war's jetzt soweit mit dem Video. Das hier ist das Lagerfeuer. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr es vielleicht sogar nachgebaut habt, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Und um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, abonniert mich gerne, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer Benachrichtigungen. Und dann würde ich sagen, schaut gerne auf meinem Discord-Server vorbei. Wie ich anfangs schon erwähnt habe, wenn euch das Ganze nicht gefällt, könnt ihr auch jederzeit wieder liefern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.